Samsung zeigt auf dem MWC nicht nur seine beiden Flaggschiffe Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge, sondern auch erstmals eine 360-Grad-Kamera, die Gear 360. Was die für Tricks drauf hat, erfahrt ihr in diesem Video. Die Gear 360 besteht aus einem runden Gehäuse mit zwei Fisheye-Objektiven mit f2.0 Blende und jeweils 15 Megapixel Fotoauflösung. Das kleine Dreibeinstativ lässt sich abschrauben und dank der 1/4 Zoll Gewindeschraube durch herkömmliches Kamerazubehör ersetzen. Bedient wird die Gear 360 über die Buttons an der Seite bzw. den Aufnahmeknopf an der Oberseite oder über ein gekoppeltes Smartphone. Hinter der Klappe befinden sich der wechselbare Akku, ein Slot für eine Micro-SD-Karte sowie ein Micro-USB-Anschluss. Die Fisheye-Linsen decken ein Blickfeld von 195 Grad ab. Das heißt, man kann mit beiden Objektiven tatsächlich ein vollständiges 360-Grad-Video erstellen. Richtig cool wird's aber jetzt. Koppelt man ein Smartphone mit der Kamera, in diesem Fall ein Galaxy S7 Edge, bekommt man eine Live-Ansicht des 360-Grad-Videos und kann dort sogar den Bildausschnitt verändern. Zeichnet man ein solches Video auf, kann man es über die zugehörige App direkt auf Plattformen, die bereits 360-Grad-Videos unterstützen, wie Facebook oder YouTube, teilen. Darüber hinaus kann man die aufgenommenen Videos direkt mit einer VR-Brille wie der Gear VR betrachten. Die App teilt die Aufnahme dafür in zwei geeignete Bilder für beide Linsen auf. VR-Brillen und 360-Grad-Aufnahmen werden ein immer wichtigeres Thema und damit natürlich auch die Frage, wo die passenden Inhalte herkommen sollen. Die Gear 360 ist ein sehr einfach zu bedienendes Gadget, mit dem sich solche Inhalte leicht produzieren lassen. Leider hat Samsung bisher noch nicht bekannt gegeben, wie viel die 360-Grad-Kamera kosten soll. Auch zur Kompatibilität mit anderen Smartphones und zum Marktstart gibt es bislang noch keine Infos.